Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Unlimited in der Yokoman Stage. Oh. Oh. Ist das interessant? What the fuck? Das ist die geheime Stage. Wow. Ganz schön trickreich. So, so. So, so, so. Genau. Okay. So, hier gibt's Stacheln. Ja. Gut. Okay. Ach du Scheiße. Toll. Toll, wie soll ich denn wissen, wo ich lang muss, wenn die Viecher da hier überall sind? Ah, gut. Das war schlecht. So, so, so. Ah ja, verstehe. Wow. Das war ein epischer Anfang. Düm, düm, düm. So. Ach so, ja, stimmt, das ist mein Gegner. Das, ja. Das ist voll ungewohnt, dass es neue Gegner gibt. Wobei dieser Gegner mir ja schon bekannt war. So. So. Okay. Bis jetzt läuft ja noch alles. So wollte ich das machen. Oh, meine Fresse, gibt es denn keine Waffe? Nitroblast. Ach, ich hätte so mit einem normalen Buster machen können. Wow. Aha, da ist eine Leiter. So. Die bauen da Blöcke hin? Ach so, das sind Fake-Blöcke. Oh. Merken. Der ist echt, der ist echt, der ist echt und der ist echt. Das ist ja voll fies. Oh. Ich habe mich gar nicht gesehen. So. Ja. Okay. Ich frage mich, wie ich da weiterkommen soll. Das war schon wieder ein Fake-Block. Ach. So. Natürlich.
Ah. Gut. Oh Mann. Oh mein Gott. Wie unerwartet. Die Stage macht mich wahnsinnig. Langsam komme ich aber mit der Stage klar. Hätte ich echt nicht erwartet, dass... dass die Stage so viel Trollerei drin hat. Aber Yoko-Man ist ja schon irgendwie so ein Trollboss. Naja, dank der Quake 8 Stage weiß ich ja wenigstens, wie ich den Endboss zu bekämpfen habe. Moment. So. Gut. Jetzt, da ich ja ungefähr weiß, wie das aussieht. Ah, kann ich ja das halbwegs machen. So. Hep. So, so, oh, natürlich, doof. So, so. Okay. Stimmt, du warst Gegner. Oh, das soll mal riechen. Verdammt nochmal. Ich kann auch nicht riechen, wie die diese Blocks kommen beim ersten Mal. Und vor allem, welche Invisible Blocks noch echt sind. Moment, kommen die Megaman-Teile eigentlich über aus diesen Teilen-Dinger raus? Scheint fast so, ne? Ist hier auch so eins? Ja. Scheint so eine Art Kopierstätte zu sein. Wow. Das meine ich mit komischen Physics von den Invisible Blocks. So. Och komm schon. Als ob ich da wirklich reingerannt wäre. Wow. Ich hänge schon wieder fast 10 Minuten in dieser Stage. Wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. So. Ja, natürlich. Voll auf die 12. Bumm, 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 bumm. Oh mein Gott. Okay. Geht doch. So. Ist eigentlich nicht so schwierig, wenn man weiß, wie es geht. Aber beim ersten Mal ist es dieses Level doch schon recht gemein. So. Zum Beispiel die Stelle hier ist richtig gemein gewesen. Aber das ist halt normal bei so einer Troll. Ha, würdest du bitte sterben? So.
Mann. Wow, das war knapp. Was soll der Scheiß? So. Wunderbar. Du bist ein Gegner, das weiß ich noch. Oh, ich bin doch sowas von gesprungen. Boah, diese Stelle ist echt so mies. So richtig mies. So. Oh. Danke. Ich wollte schon was sagen. Bäm, bäm. Bäm. So. Das Gute ist, dass man sich hier an die Stage langsam gewöhnt und man hauptsächlich nur noch bei den Stellen stirbt, die neu sind. Aber... so eine typische Troll-Stage. Einfach bloß Hauptsache, es gibt genug Troll-Loll-Faktoren, die dich umbringen. So. Ja, ich hasse dieses Vieh. Hallo? Ich dieses Vieh wirklich hasse, es ist unfassbar. Oh cool, danke sehr. Das nehme ich gerne. Komme ich da ran? Yes! Geil, ich habe ein Leben gekriegt. So. Ein Tap. Du bist ein Gegner? Genau. Okay. Oh. Moment. Die Energie will ich doch haben. Wow. Also, dass ich das bis hierhin jetzt geschafft habe, das ist schon... cool. Okay. Du bist echt. Du bist echt. Und ihr seid nicht echt gewesen. Na super. Und es ist immer noch kein Mittelpunkt. Gibt es überhaupt einen Mittelpunkt in der Stage? Wenigstens habe ich so halbwegs inzwischen verstanden, wo, wie man diese Blockpassage nachher macht, die tödliche. So. Okay. Hep, hep und durch. Autsch. Gut. Das meiste ist eigentlich wirklich ungefährlich. So. Das Vieh da oben, das geht mir auf den Sack. Ha! Ausgetrickst. Das Teil da hinten nervt mich nicht mehr. So. Okay. Sehr schön. So. Yeah. Gut. Wunderbar. Ach ja, du bist ein Gegner. So.
Sehr schön. Blockpassage habe ich jetzt unter Kontrolle. Okay. Sicherheitshalber mal was Shadows packen. Im Hintergrund diese verwickelten Treppen. So. Okay. So. 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 Okay. Perfekt. Okay. Hep. Gut. Das sind zwei Gegner. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. So. Ich muss runter. Ach so. Oh. Oh. Ja, komm her. Was ist das? Lol. Wie fies. Aber wenn ich weiß, dass es da von... Oh mein Gott. Klar, dass die nicht echt sind. Puh, Verzeihung. Okay. Wo bin ich jetzt? Wo muss ich hin? Ist das nicht derselbe Raum wie vorhin? Das scheint ein Labyrinth zu sein. Wahrscheinlich deswegen auch die Treppen im Hintergrund. Immer nach rechts, oder was? Ach so, okay. So. Ich nehme an, grundsätzlich den schwersten Weg. Verdammt. Okay, aber wenigstens ist das der Mittelpunkt. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja. Und hier ist es nicht so leicht zu sterben. So. Was passiert, wenn ich hier unten lang gehe? Nicht weiter, oder was? Ja, dann hänge ich wieder hier. Ständlich. So. Hep. Okay. Moment. Oh. Ich glaube, das war doof. So. Diesmal aber. Ich glaube, ich muss da oben nämlich lang. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt?
Aha. So. Déjà-vu. So. Jetzt bin ich bei den Metals. Irgendwie glaube ich, dass ich da nach links muss. Oder auch nicht. Oder doch? Verdammt. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall im nächsten Teil des Labyrinths. Mal gucken, ob ich nach links muss. Nee, von hier komme ich.